So viel zum Organisatorischen. Ich darf nun das Wort gleich an unsere Moderatorin Andrea Wittmann weitergeben. Vielen Dank, ich wünsche eine anregende Diskussion. Vielen Dank, Lucia Bahr, und auch von mir herzlich willkommen an Sie alle, liebe Teilnehmenden. Ich freue mich, Sie heute als Moderatorin zu begleiten zum Web-Talk Klimaschutz in der Programmplanung. Mein Name ist schon genannt worden, Andrea Wittmann. Einige von Ihnen habe ich schon kennenlernen dürfen. Ich bin selbst Erwachsenenbildnerin und unter anderem im Rahmen der Ich-Dus-Initiative Klimaschutz in der Erwachsenenbildung vom Land Steiermark tätig, wo ich Trainerinnen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen begleite, wenn Sie Klimaschutz als Querschnittsaspekt in Ihre Inhalte berücksichtigen möchten. Zu Beginn des Web-Talks möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über den Ablauf geben und auch ein paar einleitende Worte zum Thema sagen. Wir haben zwei Runden vorbereitet. Im ersten Block gibt es für Sie alle die Möglichkeit, einander etwas kennenzulernen, und die Diskutantinnen, die drei Personen, die heute eingeladen sind, werden auch sich und ihre Organisationen vorstellen. Und wir starten in die Diskussion dann mit einem Überblick über die bisherigen Aktivitäten und die Erfahrungen mit Klimaschutz in der Programmplanung aus diesen drei Organisationen. Im zweiten Block werden wir nach vorne schauen auf zukünftige Herausforderungen und vielleicht auch Erfolgsfaktoren zu Klimaschutz in der Programmplanung. Also wie kann es gut weitergehen? Und explizit auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit einerseits zwischen Erwachsenenbildung und andererseits zwischen Klimaschutzexpertinnen ein bisschen beleuchten. Und wir haben für die zwei Runden jeweils 10 Minuten Diskussion eingeplant, also werden sehr knapp diskutieren. Und nach jeder Runde sind Sie dann, geschätzte Teilnehmende, auch eingeladen, sich 10 Minuten an diesem Talk zu beteiligen. Sie können sich dann im Chat beteiligen, Ihre Einschätzungen, Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen dort teilen. Und es wird auch für die eine oder andere Person die Möglichkeit geben, sich mit einem Gesprächsbeitrag zu Wort zu melden. Da wir erfreulicherweise sehr viele Personen sind und auch 90 Minuten nicht überziehen wollen, darf ich Sie jetzt schon um Verständnis bitten, wenn ich vielleicht nicht jede Wortmeldung aufnehmen kann, aber ich freue mich sehr, wenn Sie sich beteiligen. Also nützen Sie den Chat daher auch, um miteinander ins Gespräch zu kommen und vielleicht nachzufragen, sich zu vernetzen. Und nach den 90 Minuten werden wir diesen Zoom-Raum auch offen lassen, damit Sie sich zeitlang auch noch darüber hinaus vernetzen können für alle, die das wollen. Um welche Themen geht es heute? Klimaschutz ist im Bereich der nachhaltigen Entwicklung ja das ökologische Feld. Wir werden das heute fokussieren in dem Wissen, dass es natürlich Wechselwirkungen zu sozialen und ökonomischen Dimensionen gibt. Und explizit wird es aber heute um die ökologische Dimension gehen. Klimaschutz in der Programmplanung kann in ganz unterschiedlichen Bereichen diskutiert werden. Denken Sie zum Beispiel an die Planung von allgemeinbildenden Erwachsenenbildungsangeboten, zum Beispiel zu klimafreundlicher Lebensweise, vom klimafreundlichen Reisen über Konsum bis hin zu grünen Geldanlagen. Es umfasst auch Angebote der politischen Bildung, wie wir befähigen können, also die Bevölkerung mitzugestalten, den nachhaltigen Systemwandel und damit vielleicht eine große Transformation. Also wie kann zum Beispiel Umbau der Mobilität, wie kann man sich da politisch beteiligen und dabei Personen in ihren Lernprozessen auch unterstützen. Das Thema umfasst aber ebenso die Planung von beruflichen Qualifizierungsangeboten, also Stichwort Green Jobs, Green Skills, und bis hin zur Planung von Schulungen für MitarbeiterInnen, wie sie Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung auch in Betrieben und Organisationen gestalten können. Also ein sehr breites Feld. Und da das so ein breites Feld ist, das wir diskutieren wollen, möchte ich, bevor jetzt die Diskutantinnen sich vorstellen, Sie bitten, dass wir jetzt in diesem virtuellen Raum ein bisschen auch schauen, welche Bereiche denn hier vertreten sind. Und dazu möchte ich Sie bitten, dass Sie jetzt sich ein bisschen im Chat gegenseitig auch vorstellen, möchte Sie einladen, kurz im Chat zu posten, aus welchem Bereich Sie kommen,
was Sie vielleicht für einen Bezug zu Programmgestaltung haben. Machen Sie das selber? Trifft Sie das als Trainerin? Geben Sie das in Auftrag? Fördern Sie Klimaschutz in der Programmgestaltung? Ich lade Sie jetzt ein, im Chat sich ein bisschen vorzustellen. Ich bitte um Ihre Beiträge. Alle, die so teilnehmen, dass sie jetzt tippen können, haben jetzt die Chance, ein bisschen sichtbar zu machen, woher sie kommen, ob sie Klimaschutzexpertin sind, ob sie engagiert sind in einem zivilgesellschaftlichen Bereich, ob es ihnen wichtig ist, als Auftrag Fördergeberin das Thema sichtbar zu machen, ob sie seit 20 Jahren dran sind und sich freuen, dass endlich was weitergeht. Wir haben schon die ersten Beiträge. Also, wo Klimaschutz zu einem Schwerpunktthema wird, von einer Person, die als Nachhaltigkeitsbeauftragte arbeiten in unterschiedlichen Bereichen und deswegen was machen wollen und müssen. Welche, die mal zuhören heute, auch aus dem formalen Bereich sind Kolleginnen da, Fachhochschule, die Angebote entwickeln, aus dem Forschungsbereich, welche, die verantwortlich sind in Bildungshäusern, um das zu machen, aus dem beschäftigungspolitischen Bereich. Genau, sind einige Kollegen, Kolleginnen da. Explizit ein paar Themen sind auch genannt, Landwirtschaft, jemand aus dem Bildungswissenschaftsministerium für Erwachsenenbildung zuständig, aus der Sozialforschung, genau aus unterschiedlichen Erwachsenenbildungsverbänden, Bildungshäuser haben wir schon gesehen, LFI ist da. Selbstständige Trainerinnen, Beraterinnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Auch einschlägige Vereine wie das Frauenservice lese ich gerade. Herzlich willkommen auch den Kollegen, Kolleginnen aus Deutschland, auch aus dem formalen Bereich Technische Uni. AMS heißt Arbeitsmarktservice, also die Kolleginnen, die vom AMS da sind, sind im beschäftigungspolitischen, im Qualifizierungsbereich tätig. Von der Weiterbildungsakademie ist jemand da, die die Qualitätssicherung und die Zertifikate in der Erwachsenenbildung machen. Genau, da ist auch schon darauf hingewiesen, dass Nachhaltigkeit ein Querschnittsthema in der neuen Förderperiode in der europäischen des ESF ist, des Europäischen Sozialfonds. Alpenverein ist auch da. Genau, haben viel mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun und auch bieten auch Bildungsangebote an. Vielen Dank für Ihre Vorstellung. Es werden noch einige dazukommen. APZ Austria aus Wien, herzlich willkommen. Einige Bildungshäuser aus der Begegnung hat sich gerade vorgestellt. Umweltbeauftragte haben wir schon gelesen, Nachhaltigkeitsbeauftragte, Angebotsplanung im formalen Bereich, im nonformalen Bereich oder das Thema mitnehmen in andere Bereiche. Ja, sehr schön. Danke Ihnen, dass Sie einander ein bisschen was zur Verfügung stellen. So kann man sich auch orientieren, wer an dem Thema orientiert ist, interessiert ist, wen man vielleicht auch noch ansprechen kann. Danke Ihnen und bitte gerne auch noch weiter den Chat nutzen. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, ich freue mich jetzt, dass wir die Diskutantinnen kennenlernen. Wir haben ja heute drei ImpulsgeberInnen. Die werden uns auch interessante Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder geben.
Vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung stellen und uns an Ihren Erfahrungen auch teilhaben lassen. In den folgenden ersten Anfangsstatements haben wir vereinbart, dass Sie Ihre Organisation kurz vorstellen, Ihren Aufgabenbereich kurz vorstellen und auch den Zugang zu Erwachsenenbildung und Klimaschutz. Also wie ist Klimaschutz zu Ihnen gekommen, beziehungsweise die Kollegin, die aus dem Klimaschutz kommt, seit wann beschäftigen Sie sich mit Angeboten für die Erwachsenenbildung? Ein erstes herzliches Willkommen richte ich an Angelika Beuntner. Sie ist von der Volkshochschule Wien bei uns und ich bitte Sie um Ihre kurze Vorstellung. Willkommen. Ja, hallo und guten Abend an alle. Ich bin eben von den Wiener Volkshochschulen und für alle, die es nicht so kennen, es ist die größte Erwachsenenbildungseinrichtung im deutschsprachigen Raum. Also wir haben 34 Standorte in ganz Wien und haben dazu eben auch spezialisierte Einrichtungen, wie zum Beispiel die astronomischen Einrichtungen oder eben auch die Umweltberatung, die eben dazu gehören. Zu meinem eigenen Arbeitsbereich ganz kurz. Einerseits bin ich Gesamtkoordinatorin vom Wissenschaftsprogramm der Wiener Volkshochschulen. Das betreue ich seit 2014 schon. Da finden über 300 Veranstaltungen pro Semester statt, aber da werde ich eh später ein bisschen näher darauf eingehen. Und weiters bin ich auch noch Fachreferentin für Naturwissenschaften, Technik und Ökologie eben an den Volkshochschulen. Und zum dritten Punkt kurz, die Volkshochschulen haben schon ganz eine lange, also die Wiener Volkshochschulen eine ganz lange Tradition bei Klimathemen und das hat schon in den 80er Jahren angefangen und natürlich auch mit der Umweltberatung, die es eben auch schon seit den 80ern gibt und ein Teil der VHS ist, haben diese Themen schon sehr bald Einzug gehalten in die Programmplanung. Und es liegt auch im Bildungsauftrag eben von der Stadt Wien an die Volkshochschulen, diese Themen einfach aufzuarbeiten. Und ja, also das, die VHS haben das schon sehr lange im allgemeinen Programm dabei. Würden Sie sich selber als Programmplanerin bezeichnen oder wie würden Sie Ihre Profession bezeichnen? Beides. Also ich habe so eine multifunktionale Position. Also ich bin einerseits, mache ich noch ein bisschen ein Programm, also vor dem Wissenschaftsbereich. Und andererseits habe ich so den Überblick über das gesamte naturwissenschaftliche Programm an der VHS. Genau, also es ist so eine Schnittstelle zwischen Programmplanung und eben Fachreferenz, dass ich einfach einen Überblick über den gesamten Bereich habe. Wunderbar, dann können Sie uns gute Einblicke geben, sozusagen in Ihren Bereich, aber auch darüber hinaus. Dankeschön, Angelika Beuntner. Als zweite Diskutantin begrüße ich herzlich Anna Streisler. Sie ist vom Forum Umweltbildung, wo also Klimaschutz und Nachhaltigkeit das Thema schlechthin ist. Und Sie entwickeln auch für die Erwachsenenbildung und ich freue mich jetzt auf Ihre Vorstellung. Bitte, Anna Streisler. Ja, Anna Streisler. Seit 1983, also seit 40 Jahren, gibt es das Forum Umweltbildung. Wir sind im Umweltdachverband angesiedelt, organisatorisch. Es hat begonnen mit der Arbeitsgemeinschaft Umwelterziehung, ist dann in diese Richtung Umweltbildung gegangen und heutzutage sagen wir eigentlich, dass wir Servicestelle und Innovatorin für Bildungsangebote im schulischen und außerschulischen Bereich sind. Und zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, also sozusagen das, was Sie, Frau Wittmann, angesprochen haben am Anfang, bei uns hat sich's geweitet. Der ökologische Nachhaltigkeitsbereich ist noch immer prominent, aber wir nehmen eben auch die sozialen und die wirtschaftlichen Aspekte mit hinein und verstehen unser Bildungsangebot unter diesem Schirmbegriff oder Dachbegriff Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir haben früher sehr stark auf Unterrichtsmaterialien und Weiterbildung für Lehrpersonen fokussiert und seit ungefähr 10 Jahren geht es verstärkt, sozusagen öffnen wir die Zielgruppen und es geht auch verstärkt in die Erwachsenenbildung, sei es außerschulische Pädagoginnen, Personen aus NGOs oder Verwaltung und Policy. Wo wir wenig unterwegs sind, ist in der beruflichen Erwachsenenbildung. Ja, beauftragt sind wir vom Klimaschutz- und Bildungsministerium. Wir sind derzeit 9 Personen, die aber nicht alle Vollzeit sind und haben wirken österreichweit und sind gänzlich projektfinanziert. Also das ist etwas, was sozusagen wichtig ist zu verstehen.
Ja, ich selbst bin Trainerin für transformative Bildung und komme ursprünglich aus den Sozialwissenschaften und erstelle eben mit Kolleginnen und Kollegen Bildungsmaterialien. Wir entwickeln Bildungsformate offline und online und wir sind aber auch so ein bisschen in einem Policy-Bereich tätig, wo wir so in Stakeholder-Prozessen sind, um die Bildung für nachhaltige Entwicklung in Österreich zu stärken. Und da gehört natürlich auch die Erwachsenenbildung dazu. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Diese Policy-Entwicklung, was darf ich mir da vorstellen, dass Sie sozusagen auch in politischen Meinungsbildungsprozessen als Forum Umweltbildung teilnehmen oder Politikberatung machen? Vielleicht ja, können Sie also es noch. Wir sind ganz klar beauftragt von den Ministerien, aber wir haben so eine Schnittstellenfunktion auch, dadurch, dass wir viel zumindest mit den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren arbeiten, sehen wir auch, was für neue Bedarfe sozusagen in der Szene entstehen und kommunizieren das dann wieder an die Auftraggeber, sodass die das in ihren Policies auch berücksichtigen können und sozusagen neue Themensetzungen oder Schwerpunkte ein bisschen auch entwickeln können, aufgrund des Feedbacks ein bisschen, das wir auch geben. Wunderbar, danke. Wir haben jetzt auch schon den Range ein bisschen an Ihnen mitbekommen. Also einerseits sozusagen vom Klimaschutzministerium beauftragt. Die Frau Beuntner hat auch also die Kommune, die Stadt Wien erwähnt, die beauftragt. Also wir sehen, das Feld ist sehr breit. Und ich möchte jetzt noch. Klimaschutz und Bildungsministerium. Ah ja, von beiden Ministerien. Genau, beide. Mhm. Super. Danke, Frau Streisler, für die erste Vorstellung. Ich möchte es jetzt gerne noch weiten. Wir gehen nach Salzburg und ich freue mich sehr, als dritten Diskutanten Alex Glas von den Salzburger Bildungswerken zu begrüßen. Auch Ihnen herzlich willkommen und ich freue mich auf Ihre Vorstellung. Ja, auch schönen guten Abend aus Salzburg. Ich bin hauptamtlicher Mitarbeiter im Salzburger Bildungswerk. Das heißt, wir haben großteils eigentlich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Das sind Freiwillige, die in den Gemeinden in Salzburg örtliches Bildungsangebot zusammenstellen und organisieren. Und wir sind sozusagen die Dachorganisation und Serviceeinrichtung für diese Bildungswerke. Zudem arbeite ich persönlich in dem Fachbereich soziale Gemeindeentwicklung. Da haben wir auch die Möglichkeit, Projekte zu fördern, die Begegnung schaffen und das Miteinander in den Gemeinden stärken. Und das hat einige Vorteile und Synergieeffekte, wie wir dann bei unseren Beispielen hören werden. Ja, wir haben die Fachbereiche Seniorenbildung, Elternbildung, politische Bildung, Frauenbildung, Medienbildung und ganz neu, Sabrina Riedl, hallo, also meine Kollegin ist auch dabei, ganz neu, Klima und Nachhaltigkeit als eigenen Fachbereich. Gut, und wie ist es dazu gekommen, dass das ein eigener Fachbereich wird? War das irgendwie eine Selbstbeauftragung oder kam das irgendwie von außen? Naja, es gab einmal irgendwann vor 20 Jahren die Idee, Bildung für nachhaltige Entwicklung in Salzburg zu koordinieren. Da war meine Kollegin so nebenbei, Christa Wieland, möchte sie erwähnen, weil die große Vorarbeit geleistet hat und eigentlich den Grundstein gelegt hat in dieser Arbeitsgruppe Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also Sabine hat das geheißen, Salzburger Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da, wir sind jetzt in einem Haus, wo zufällig Klimabündnis, Robert-Jung-Bibliothek angesiedelt ist. Und wir haben uns zufällig, also das muss man auch sagen, beim Klimastreik, morgen ist ja wieder ein weltweiter Klimastreik, getroffen und gesagt, eigentlich sollten wir uns zusammentun und da miteinander was machen. Daraus ist dann dieses Homepage entstanden, wo man auch einen Blog abonnieren kann. Die heißt Salzburg, Klimabildung Salzburg.org. Da ist immer ganz aktuell alles aufgelistet, was in Salzburg zu dem Thema Klima und Nachhaltigkeit interessant ist. Genau, okay. Und daraus ist eine Arbeitsgruppe auch entstanden, die es noch immer gibt. Und genau, Covid hat dem nochmal einen Schub gegeben. Wir haben nämlich zuerst diese Online-Veranstaltungen zu den Verschwörungstheorien gemacht. Die waren relativ gut besucht und da war irgendwie naheliegend dann das Klimathema, nachdem Covid abgeflaut ist und die Klimaleugner sich wieder mehr formiert haben. Haben wir das dann online probiert, wobei man sagen muss, online ist dann ziemlich eingeschlafen und ist ja nicht unser Haupt. Ist jetzt eigentlich nur mal
ja, also als ABZ gedacht, aber nicht mehr um Vorträge oder Workshops online zu halten. Okay, Sie führen uns schon über zu den Angeboten. Danke für die Vorstellung. Und spannend finde ich, dass Sie jetzt so ganz unterschiedliche Anlässe erwähnt haben. Die Frau Beuntner, die sagt, Land Wien, die Stadt Wien will da was in dem Bereich. Frau Streisler, die sagt, da gibt es zwar Ministerien und Sie beraten auch, holen den Bedarf und gestalten damit. Und in Salzburg offensichtlich engagierte, verschiedene Initiativen, Vereine, Erwachsenenbildung, die sich zusammentun und sagen, wir wollen da was tun. Danke Ihnen. Wir wollen jetzt gleich weitergehen und die Diskussion eben vertiefen, um ein bisschen zu hören, was Sie denn genau tun und ein bisschen einen Überblick geben über Ihre Aktivitäten in der Programmplanung. Und Frau Streisler, ich würde jetzt bitte gerne mit Ihnen beginnen, welche Aktivitäten das Forum Umweltbildung so bisher im Bereich Erwachsenenbildung gesetzt hat. Das ist ja ein jüngerer Bereich bei Ihnen. Und auch vielleicht, was Sie für Erfahrungen damit haben. Was funktioniert sehr gut? Was klappt sehr gut? Wo ringen Sie? Wo beißen Sie sich die Zähne aus? Was klappt vielleicht noch nicht so gut? Bitte, Frau Streisler. Wir haben eine große Bandbreite an Aktivitäten und Angeboten zu ökologischer Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz in der Erwachsenenbildung, wobei ich sagen muss, viele der Aktivitäten und Materialien, die ich da jetzt ganz, ganz kurz anteasern werde, sind für breite Zielgruppen entwickelt worden, wenig ausschließlich für Erwachsene. Wir erstellen Bildungsmaterialien, wir entwickeln Trainingsformate, vor allem für Multiplikatorinnen. Also wir haben so einen Train-the-Trainer-Ansatz. Es gibt aber auch viele ganz handfeste Produkte. Ah, meine Kamera, ja, genau. Das ist zum Beispiel ein Spiel zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Wir haben ein Kartenset entwickelt. Da geht es so um Mut machen und um überfachliche Kompetenzen wie Kreativität und Kooperation und diese Dinge, um Empowerment im Sinne der Nachhaltigkeit. Wir haben Plakate gemacht in Wimmelbildoptik zu Themen wie Plastik- und Kreislaufwirtschaft, zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, zu Bodenverbrauch recht aktuell. Und die gibt es teilweise auch in unterschiedlichen Sprachen. Das heißt, die könnten auch im Sprachenunterricht oder ja, in Bildungsformaten eingesetzt werden, wo es um Sprache geht. Wir haben ein Impuls-Kit entwickelt zu Umwelt und Nachhaltigkeit. Das richtet sich an jüngere Jugendliche und junge Erwachsene, die noch nicht viel mit dem Thema zu tun haben, die so ein bisschen den Konsum hinterfragen, Perspektivenwechsel, kleine Interviews eingeladen werden, das zu führen, ihr Umfeld aus neuen Perspektiven ein bisschen erleben sollen und hier ein bisschen eintauchen in dieses Thema, in diese unterschiedlichen Aspekte von Nachhaltigkeit. Wir haben aber auch einen Podcast, Bildungswellen, und wir haben eben Trainingsformate, ganz wichtig. Das sind so digitale Formate wie die Methodenakademien, Online-Vorträge. Da gibt es einen aktuell von der Anna Priebil, den kann man auch nachsehen auf unserem YouTube-Kanal. Da geht es um Klimaangst und Klimaresilienz. Also der könnte auch für viele von Ihnen glaube ich, interessant sein. Den kann man über unseren YouTube-Kanal nachsehen. Und worauf wir besonders stolz sind, etwas, was wir schon lange machen, aber das ein großes Herzensprojekt von uns ist, ist die jährlich stattfindende Sommerakademie. Die ist 3 oder 4 Tage lang in der vorletzten Augustwoche. Die war diesmal in Oberösterreich unter dem Thema Recreate Our Future, Bildung für eine klimagerechte Gesellschaft. Und da kommen jedes Jahr circa 80 bis 100 Personen. Es gibt Aktivitäten im Plenum, es gibt verschiedene Workshops. Es ist ein schönes Setting, weil es wirklich viele Leute, die aktiv sein wollen, aus unterschiedlichsten Bildungsbereichen zusammenbringt.
Es geht darum, inhaltliche Fakten zu vermitteln, aber ganz, ganz wichtig auch Methoden zur Stärkung von Selbstwirksamkeit und Partizipation zum Beispiel. Da gibt es im November, am 17. November, einen Folge-Event, einen digitalen Folge-Event zu Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, und da lade ich Sie herzlich dazu ein. Dann gibt es noch unsere BNE-Auszeichnung, die findet jährlich statt im Herbst, und wir verleihen im Namen des Klimaschutzministeriums hier an Bildungsprojekte aller Art die Auszeichnung Bildung für nachhaltige Entwicklung, Best of Austria. Und ja, da sieht man sozusagen, was für Leuchtturmprojekte zu Bildung für Nachhaltigkeit in Österreich in den verschiedensten Bildungsbereichen hier es gibt. Und die bestärken sich auch gegenseitig und es entsteht so eine Dynamik. Ja, digitale Formate habe ich gesagt. Ich glaube, es ist, da sind wir nicht die Einzigen. Sie haben ein bisschen auch gesagt, was sind die Herausforderungen? Die tatsächlichen Teilnehmerinnenzahlen sind schwer planbar. Wir haben ganz viele kostenfreie Events. Das Positive ist, dass die niederschwellig sind, dass die kurzweilig sind, wo man sich wirklich leicht nach der Arbeit oder von zu Hause aus anschauen kann. Aber sozusagen, wie dann tatsächlich an dem Nachmittag oder Abend, an dem das stattfindet, das Programm genutzt wird, ist ein bisschen schwer vorhersehbar. Da spielt das Wetter eine Rolle und da spielen andere Faktoren auch eine Rolle, die wir alle nicht beeinflussen können. Was wir aber sehen, und das freut mich sehr und passt auch gut zum heutigen Abend, ist das steigende Interesse aus unterschiedlichen Zielgruppen der Erwachsenenbildung. Also wir haben jetzt gerade auch noch eine Anfrage für eine Podiumsdiskussion in Linz im Herbst zum Beispiel, wo es um Erwachsenenbildung geht. Also da tut sich viel, da ist Interesse auch an unserer Arbeit aus der Szene. Okay, ein erster Überblick. Also viel Materialentwicklung, Trainings, Online-Formate. Die Sommerschule scheint gut zu laufen und bei den Online-Formaten gibt es unterschiedliche Nachfrage. Ja. Genau. Okay, dann schauen wir mal, wie das bei den anderen ist. Alex Glas von den Salzburger Bildungswerken, Sie haben, glaube ich, ein bisschen einen anderen Weg gewählt. Sie haben schon gesagt, Sie arbeiten mit Ehrenamtlichen und gehen, also machen auch in Kooperationen. Vielleicht geben Sie uns auch ein bisschen einen Überblick, wie Sie das Thema Klimaschutz angehen und welche Erfahrungen Sie haben. Wo klappt es gut, wo ist es schwierig in der Programmplanung? Ja, ist vielleicht gleich einfacher mit dem Schwierigen anzufangen. Nachdem alle ehrenamtlich sind, können Sie auch auswählen, aus welchen Bereichen Sie örtliche Bildung anbieten. Und nicht alle sind jetzt sehr affin mit dem zum Thema Klima, erneuerbare Energie, Nachhaltigkeit. Da ist unser, sag mal, Hauptanliegen, Sie immer wieder drauf, sowohl innen bei uns intern, bei den Hauptamtlichen, als auch bei den Ehrenamtlichen, das Thema immer am Radar zu haben, immer wieder zu wiederholen, auch bei internen Sitzungen immer zu fragen, wolltest du was machen? Wir bieten Ihnen in zwei Broschüren relativ viel Angebote, also die Sie mittlerweile auch kostenlos alle buchen können. Also wir machen auch Druck, Grafiken, die Referentenkosten, Referentensuche. Nicht, also vielleicht ein bisschen eine Neuerung ist auch, dass wir bei diesem Thema mittlerweile auch nicht nur den Bildungswerken, sondern auch allen anderen Initiativen und Gruppen, die zum Thema Nachhaltigkeit was örtlich veranstalten wollen, das Ganze kostenlos servicieren. Es gibt dazu Gesprächspartner in einer Broschüre, die einfach Anders Leben heißt. Das kann ich kurz sagen, das hat vielleicht ein bisschen einen Widerstand hervorgerufen. Wir haben das, manche erleben das als sehr extrem, das hat einfach geheißen, einfach anders leben. Und wir haben die Bildungswerke oder wer auch immer kann Gesprächspartner einladen, die autofrei leben, umweltverträglich reisen, ohne Strom leben, ohne Müll leben, also vom Waschmittel bis zur Kosmetik alles selber machen. Uns ist es darum gegangen, einfach aufzuzeigen, was alles geht, und das einfach, also so ein bisschen naiv dachten wir, ja, das wird vielleicht interessant sein, aber hat eher mehr Widerstand hervorgerufen unter einigen, die einfach noch nicht so weit sind, dass sie das nur interessant finden, sondern eher ein bisschen als Versäumnis oder Angriff dann empfinden.
Und sie sagen, wenn sie das örtlich veranstalten, da kommt ihnen kein Mensch. Aber es gibt auch eine zweite Broschüre, wo eben auch Vorträge, Workshops, Ausstellungen, Kinofilme, dann, was haben wir noch, Gesprächspartner empfohlen werden. Auch, also aus dem können Sie grundsätzlich wählen oder auch selber was wählen. Wir haben nämlich jetzt die Förderung vom Land Salzburg. Das hat uns ziemlich einen Schub gegeben. Da gibt es diese, wir sind Partnerinstitution 2050, der Klima- und Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Salzburg. Und deshalb können wir das für alle auch zu 100% fördern, was da jetzt, was Sie sich aussuchen oder was wir anbieten. Das ist eigentlich das Spannende. Also, wie gesagt, die üblichen Bildungsformate mit Vortrag, Workshop, die gibt es nach wie vor und werden auch angenommen. Den Mehrwert, dass wir von der Gemeindeentwicklung zusammen mit den Bildungswerkleitungen zusammenarbeiten, möchte ich nur kurz auch erwähnen, weil ich glaube, dass das die Formate sind, die am meisten angenommen werden und auch schon ganz gut laufen. Das sind nämlich die, wo die Leute was zu tun können, wo es einen sozialen Mehrwert gibt, wo die Leute zusammenkommen und wo sie was gemeinsam tun können. Und das sind so grob gesagt einmal so entweder miteinander kochen, das Private Cooking oder Brotbacken am Dorfplatz oder Foodcops gründen, die dann Speisereisen organisieren. Das heißt, die machen nicht aus Exkursionen zu den regionalen Nahversorgern, wo alle eingeladen werden. Oder auch Exkursionen zum Nachbarn, zum Thema zum Beispiel, wenn man sich in erneuerbare Energie anschauen will, Solaranlagen, Photovoltaikanlagen im privaten Bereich und mit den Menschen reden will, dann organisieren das Bildungswerkleitungen und man besucht dann 3, 4 Häuser, Nachbarn. Dasselbe kann man beim naturnahen Garten machen. Oder man lädt Leute direkt ein, das ist so wie in der lebendigen Bibliothek, Leute, die sich schon mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben und das nicht, also auch praktisch umsetzen, dass man mit denen ins Gespräch kommen kann. Das können Bildungswerke organisieren. Aber wir unterstützen und organisieren auch viele Repair-Cafés, Gemeinschaftsgärten, offene Werkstätten, Wanderflohmärkte, Tauschmärkte. Das ist alles, was so mit dem Themenbereich Teilen, Tauschen, Schenken, Reparieren zu tun hat, weil das grundsätzlich sehr nachhaltig ist und zugleich einen sozialen Mehrwert liefert. Wunderbar. Also überall, wo es sozusagen die Möglichkeit gibt, dass die Leute zusammenkommen, sehr, ich weiß nicht, ob es aufsuchende Bildungsarbeit gibt, aber so klingt das jetzt, also sehr sozusagen in die Regionen zu gehen und die Leute auch zu unterstützen mit Geld, mit Marketing, mit Vorschlägen und dass sie zusammenkommen. Super. Gut, danke schön. Dann hören wir uns noch an von der größten Bildungsorganisation in Wien, Angelika Beuntner. Vielleicht geben Sie uns auch noch einen kurzen Überblick über bisherige Aktivitäten und ein bisschen vielleicht Erfahrungen, was aus Ihrer Sicht gut läuft bisher und wo es schwierig ist. Ja, also sehr gerne. Ich möchte das ein bisschen aufsplitten, weil einerseits haben wir natürlich interne Maßnahmen für Klimaschutz, also betrieblicher Klimaschutz im Rahmen von einfach unseren Alltagsprozessen. Zum Teil schauen wir eben, dass viele Events schon als Öko-Events zertifiziert sind und stattfinden. Und weiters sind einige Standorte der Wiener Volkshochschulen schon eben zertifiziert mit dem Ökobonus der Stadt Wien. Also das betrifft Senkung der Betriebskosten, Abfallvermeidung und so weiter. Andererseits gibt es natürlich auch Weiterbildung für Multiplikatorinnen. Das ist jetzt nicht der große Bereich, den wir haben, aber das gibt es sehr wohl und da geht es zum Beispiel, also haben wir jetzt gehabt einen Methodenschatz für Klimabotschafterinnen, einen Online-Kurs in Kooperation mit Klimaaktiv und Hallo Klima. Also da ist es einfach darum gegangen, dass eben Kursleiterinnen einfach in ihren Unterrichtsalltag Klimawissen einbauen können. Und der große Bereich, den wir natürlich haben, ist der offene Erwachsenenbildungsbereich. Und da haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Programmangeboten. Einerseits gibt es natürlich, das habe ich zuerst erwähnt, das Wissenschaftsprogramm der Wiener Volkshochschulen. Und das greift natürlich Klimathemen immer wieder auf. Das sind halt teilweise Vortragsreihen, Programmschwerpunkte, wo das Thema von Expertinnen, von Universitäten, Fachhochschulen und so weiter quasi niederschwellig dargebracht wird. Das sind meistens eben Vorträge. Und dann gibt es im offenen Bereich verschiedene Aktivitäten, die wir jetzt die letzten Jahre angewandt haben, wo wir versucht haben, zum Beispiel diese Themen
in Alltagsthemen oder Alltagskursthemen einzubauen. Und wir haben zum Beispiel 2020 das ganze Jahr einen SDG-Schwerpunkt gehabt und haben die 17 Nachhaltigkeitsziele in das reguläre Kursprogramm eingebaut, beziehungsweise auch speziell Angebote geschaffen. Und jeder Standort hat da zum Beispiel eines der Nachhaltigkeitsziele aufgearbeitet. Einen großen Part von Klimaaktivitäten übernimmt natürlich auch die Umweltberatung, die ich eingangs schon erwähnt habe. Die haben ganz viele verschiedene Angebote in dem Bereich. Einerseits bieten die für Privatpersonen Beratungen an im Bereich nachhaltige Ernährung, auch zum Hausbauen zum Beispiel, natürlich auch Mülltrennung. Die bieten aber auch eben für Firmen Beratungen an und Zertifizierungen. Und ja, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert? Jetzt, was den offenen Bereich betrifft, habe ich vor allem im Wissenschaftsbereich, also im Wissenschaftsprogramm gesehen, dass vor einigen Jahren die Vorträge noch nicht so den Anklang gefunden haben, wie sie jetzt Anklang finden. Es ist einfach das Thema relevanter geworden. Also da sehen wir einen starken Anstieg der Besucherinnenzahlen. Und andererseits ist es auch so, dass je mehr man vom klassischen Vortragsformat weggeht, desto besser funktionieren Formate. Das heißt, also wir haben natürlich auch sehr viele Online-Formate seit Corona. Also, und die haben wir aber auch weiterhin, weil sie einfach sehr großen Anklang finden und weil sie auch eine besondere Form der Niederschwelligkeit bieten, weil auch Personen, die zum Beispiel nicht so mobil sind, teilnehmen können. Das Zweite ist, wir haben auch viele Podiumsdiskussionen, aber auch Formate, wo man direkt zum Beispiel mit den Vortragenden in Austausch stehen kann. Also das heißt, es weg vom klassischen Vortragsstil, zum Beispiel ein Format Ask a Scientist, wo man einfach alles fragen kann zum Thema Klima in dem Fall, wo das Publikum quasi besonders eingebunden wird. Und seit 2 Jahren ganz neu versuchen wir auch Klimathemen im Bereich von Spaziergängen, das heißt Outdoor, ein bisschen aufzuarbeiten. Zum Beispiel haben wir einen Spaziergang gehabt zum Thema Klimawandel des Waldes, wo man das wirklich dann zum Beispiel vom Prater, also der Wald im Prater, angeschaut hat. Also wo man wirklich den Alltag von den Menschen quasi aufgreift und so das zu verknüpfen versucht. Und da haben wir eben die Erfahrung gemacht, dass je alltagsbezogener und niederschwelliger die Formate sind, desto besser werden sie auch angenommen. Was ich auch sagen muss, was natürlich auch immer gut angenommen wird, sind eher reißerische Themen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur ein bisschen an den Titel arbeitet der Veranstaltungen, kann man bei den Besucherinnenzahlen einiges steigern. Weil wenn man zum Beispiel einfach nur Klimaschutz als Überschrift nimmt und dann im Vergleich dazu zum Beispiel haben wir mit Geoengineering am Klimaschrauben gehabt und da haben wir auch sehr viele Besucherinnen gehabt. Also nur ein Beispiel in dem Bereich. Ansonsten... Was jetzt gar nicht, was gar nicht so reißerisch ist, finde ich, aber ja, praktischer. Es ist halt dieses Klimaschrauben, also dass man halt ein bisschen so in die Thematik geht. Und 2 Punkte wollte ich noch erwähnen, also wo wir eben auch sehr gute Erfahrungen haben, ist, wenn man es einfach interdisziplinär aufarbeitet, das heißt verschiedene Punkte wie zum Beispiel Essen und Klimawandel oder Wirtschaft und Klimawandel, also so aufbereitet, das geht eben dann auch ganz gut von den Formaten her. Einfach verschiedene. Ja. Super, das war ein sehr toller Überblick. Einiges an Gemeinsamkeiten habe ich schon gehört. Online-Formate bewähren sich, praktische Dinge bewähren sich, wo Leute auch was tun können und wir merken, dass das Thema einfach gesellschaftlich relevanter wird. Ich darf jetzt Sie alle einladen, sich auch zu beteiligen. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Sie können Fragen in den Chat stellen. Sie können Ihre Erfahrungen in den Chat stellen. Wir sind sehr interessiert, wie es Ihnen mit bisherigen Aktivitäten in der Programmplanung geht, womit Sie gute Erfahrungen haben, was Sie als schwierig erleben. Und wenn Sie sich zu Wort melden möchten mit einem Kommentar, mit einer Erfahrung, mit einer Frage, bitte nützen Sie unten auch das Menü Reaktionen und Handheben. Dann können wir in der TeilnehmerInnenliste schauen und ich kann Sie gerne auch mit einem Wortbeitrag mit reinnehmen. Wir freuen uns über Ihre Erfahrungen im Chat oder melden Sie sich auch zu Wort mit Ihren guten und weniger guten Erfahrungen in der Programmplanung. Bitte. Vielleicht hat Sie was angeregt, was Sie jetzt gehört haben. Vielleicht haben Sie
ähnliche Erfahrungen oder ganz andere? Wie kriegt man Klimaschutz ins Programm? Wie ist es Ihnen gelungen? Woran sind Sie gescheitert? Wozu hätten Sie gern noch mehr Informationen oder ein paar Tipps? Solange noch ein paar überlegen und vielleicht schreiben, vielleicht darf ich nachfragen, Frau Beuntner, wenn Sie sagen, Sie haben gute Erfahrungen mit dieser Verknüpfung. Ja, also Kochen und Wirtschaft. Was haben Sie denn für Erfahrungen, wie das bei den Referentinnen und Trainerinnen ankommt? Jubeln da alle? Ist es herausfordernd? Nee, es ist schon eine gewisse Herausforderung natürlich. Generell ist es ja so, dass man meistens eben Referentinnen hat, die für einen Bereich spezialisiert sind. Das heißt, dazu braucht es dann einfach Weiterbildungen für die Kursleiterinnen, wo die einfach über gewissen Themen geschult werden. Anders ist das nicht möglich, weil jemand, der zum Beispiel jetzt persisch kochen unterrichtet, kann nicht automatisch jetzt über einen Klimawandel oder was einbauen. Aber für das sind eben Weiterbildungen für die Kursleiterinnen eben sehr hilfreich und die wurden auch recht gut angenommen. Okay, das klingt so, als ob Sie aufs Prinzip Freiwilligkeit einmal buchen, ja, wenn es gut angenommen wird. Genau, aber es gibt natürlich auch Vortragende, die bieten es ganz gezielt an. Also es gibt ja auch, also jetzt im Wissenschaftsbereich zum Beispiel Forschende, die beschäftigen sich aktiv mit Verknüpfungen oder interdisziplinären Themen, wie zum Beispiel also Wirtschaft zum Beispiel und Klimawandel, welche Folgen hat das? Also da gibt, also das ist halt, es kommt immer darauf an, welcher Bereich. Also wenn es jetzt wirklich mehr in die Forschung geht, dann gibt es ja wohl bereits Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Wenn es jetzt der klassische Kursbereich ist, wie Sportkurse oder eben Ernährungskurse und so weiter, da sind eben diese Weiterbildungen sehr hilfreich. Wunderbar. Wir haben auch im Chat jetzt eine erste Erfahrung, die ähnlich ist, eben sich an bestehende Formate auch anhängen. Mondlauf finde ich sehr lustig, so ähnlich wie der Praterspaziergang. Genau, mit den Climate Runners, also auch mit anderen Gruppen zusammenarbeiten. Auch finde ich auch spannend, jetzt eine Kooperation mit der letzten Generation, Parents for Future. Vielleicht, Angela, wollen Sie uns da auch noch live was berichten, wie Sie sich da, wie die Kooperation ausschaut? Das kann ich sehr gerne machen. Nein. Leider ohne Video. Ich muss das so ein bisschen hier mit meiner Bandbreite so halten. Entschuldigung, dass ich kein Bild liefern kann. Das ist sehr früh oder sehr, sehr frisch jetzt erst entstanden. Und zwar haben wir an einem Staffellauf teilgenommen mit den Artists for Future, Parents for Future, Letzte Generation, Extinction Rebellion. Und haben uns eben diesen Staffelstab weitergereicht. Und das haben die Leute am Rand bei einem Lauf mitbekommen und fanden es eben, ja, toll, dass da unterschiedliche Generationen eben auch, der Jüngste war 20 und der Älteste war gut 60, dass wir halt so gemeinsam aufgetreten sind als Klimagruppe und hatten hinterher gute Gespräche. Und dieser Mondlauf, das soll jetzt diese Regelmäßigkeit ausdrücken, dass wir immer an Vollmond jetzt eben diese Läufe machen und für Otto normal öffnen und einfach sagen, seid mit dabei und hinterher reden wir auch noch kurz übers Klima. Und jedem, dem wir bisher davon erzählen, ist davon sehr angetan. Okay, wunderbar. Sie gehen sozusagen aktiv auf andere Veranstaltungen zu und schauen, wie Sie da in Kontakt kommen und gemeinsam vielleicht weitermachen. Genau. Super. Dankeschön für Ihre Erfahrung. Doris Banzhaff hat jetzt auch geschrieben, es hat Anlauf gebraucht, manche unerwartete Wirkungen gezeigt. Da sind wir natürlich jetzt auch neugierig. Wollen Sie uns ein bisschen berichten, Doris Banzhaff? Ja, gerne. Also unsere Idee war erstmal einfach rauszugehen, ja, und die Leute zusammenzubringen. Und das war dann am Anfang, also wie soll ich sagen, wir haben zum Beispiel gemerkt, dass es wichtig ist, dass die LandwirtInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch wirklich in ihrem Betrieb Bescheid wissen und sich gut auskennen. Also wenn das der Sohn macht, der immer nur den Marktstand betreut, sage ich jetzt mal, ja, und ansonsten nicht so viel weiß, dann funktioniert es nicht so gut. Aber meistens sind die Leute sehr beseelt und dann ganz überrascht. Also man muss es halt ein bisschen moderieren,
Und dann kommen von den Leuten ganz, ganz viele Nachfragen. Also wir überziehen eigentlich immer, weil das Interesse so groß ist, weil dann bestimmte Themen vertieft werden. Und eben überrascht waren wir zum Beispiel, dass jetzt im Hochschwarzwald ein Hof, der mit Kuhmilch und Schafsmilch Käse erzeugt und auch noch Schweine sozusagen hält, um die Molke zu verwerten, sehr abgelegen. Und es kamen 20 Leute. Also was wir dann an einem Nachmittag, ja, oder letztes Jahr im November waren wir bei einem Hof. Ja, klar, okay, wenn man mit, man kann vom Zug aus da hinlaufen vom Bahnhof, aber der fährt ja auch nicht so oft. Das war auch ein Nachmittag im November und da waren auch 20 Leute. Also wir sind sehr überrascht von dem Interesse. Und was wir halt auch sehr schön finden, ist, dass die Landwirte total beseelt, also es gehen immer alle ganz beseelt daraus, weil die VerbraucherInnen das Gefühl haben, wir können wirklich was bewirken mit unserem Einkaufsverhalten. Und oft erfahren sie auch erst, wie kompliziert manche Produkte herzustellen sind, dass eben der Supermarkt bestimmte Produkte, die sehr hochwertig sind, gar nicht abnimmt, weil die eben bestimmtes Aussehen haben. Also da lernen die VerbraucherInnen immer ganz viel und die Landwirtinnen, denen tut es unheimlich gut, dass da so viele Leute so interessiert nachfragen. Der Ernährungsrat, das sollte ich vielleicht noch erklären, ist so eine zivilgesellschaftliche Organisation in Freiburg, die praktisch Gastronomie, Verbraucher und LandwirtInnen zusammenbringen möchte. Auch von der Stadt teilweise unterstützt werden. Aber genau, und durch die Zusammenarbeit mit uns, die wir ja eher im ländlichen Raum rund um Freiburg aktiv sind, hat sich da einfach eine ganz tolle Vernetzung ergeben. Wunderbar, danke. Also auch von Ihnen die Erfahrung, rauszugehen und sehr praktisch zu sein. Dankeschön, Doris Banzampf. Ich nehme noch eine Wortmeldung. Nikolaus Heinel, danke für Ihre Geduld. Ah, kein Problem, gerne. Ich bin vom Integrationshaus, bin selber nicht im Bildungsbereich tätig, aber ich habe es im Chat kurz geschrieben, seit 3 Monaten Nachhaltigkeitsbeauftragter und wir machen auch gerade den Öko-Check bei der Umweltberatung. Und da gibt es viele Sachen, die angeboten werden. Was mich interessieren würde, ist, wir wollen natürlich auch in die Kurse gehen. Und gibt es da quasi, mir das gefallen, was der Herr Klaas gesagt hat, dass Salzburg, wo es eine Art Pool gibt, weil ich das verstanden habe, auch von Expertinnen und Experten, die man zu Kursen dann auch einladen könnte oder Module. Gibt es da sowas auch von Seiten der Umweltberatung? Und weil die Frau Pointner schon da ist, habe ich mir gedacht, stelle ich gleich da die Frage, bevor ich der Umweltberatung schreibe. Vielleicht weiß sie das. Fein, danke. Dann leite ich die Frage noch gleich weiter an die, die in Wien vor Ort sind. Also gibt es sozusagen auch öffentlich zugängliche, die eben einzelne Vereine wie das Integrationshaus oder Unternehmen nützen können. Habe ich das richtig verstanden? Es geht darum, ich würde gerne Expertinnen einladen zu unseren Kursmaßnahmen, weil da gibt es natürlich immer Schwerpunktthemen, gerade bei den Jugendlichen. Und natürlich sind unsere Trainerinnen da nicht so geschult. Deswegen wäre es schön, wenn es da so Pool gibt von Expertinnen, die man zu Kursen einladen kann, einfach um über das Thema zu reden. Ja, vielleicht Frau Beuntner, Frau Streisler, wollen Sie sich kurz dazu äußern, nur damit wir wissen, ob Sie weiter in Kontakt bleiben können? Also einen Pool per se gibt es jetzt nicht, aber unsere Kursleiterinnen bzw. Vortragenden sind immer sehr bereit, auch an anderen Standorten vorzutragen, wenn das Thema schon mal war. Also da würde ich einfach den Tipp geben, auf die Homepage zu schauen und bei den einzelnen Themen. Also diesen klassischen Pool, das wäre natürlich super für die Zukunft, für Expertinnen einzurichten, aber gibt es jetzt derzeit nicht. Aber wie gesagt, einfach ins Kursprogramm reinschauen und direkt anfragen ist wahrscheinlich die einfachste Methode derzeit. Aber gute Idee natürlich für die Zukunft, um das Thema in der Programmplanung an anderen Standorten einfach festzumachen. Ja, es sind jetzt noch 2 Fragen im Chat von Marcella Rohweg. Das möchte ich gerne später mitnehmen, wenn wir in Richtung Kooperation gehen. Ich habe es gesehen. Aber zum Zweiten, zu den Materialien, vielleicht Frau Streisler, wollen Sie da was dazu sagen? Gibt es Tipps für Unterrichtsmaterial, einfacher Sprache, Deutschkurse, Alphabetisierung? Genau, also gerade diese Plakate in Wimmelbildoptik, die könnten was sein für Ihre Trainerinnen und Trainer, Herr Heinelt.
Und eben eine Einladung vielleicht auch an Ihre Kolleginnen und an Ihre Trainerinnen und Trainer da am 17. November in dieser Online-Fortbildung. Da gibt es ganz viel Tools für niederschwellige Bildungsarbeit in den Bereichen Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch für Ihre Trainerinnen und Trainer tatsächlich interessant ist. Diese Workshops sind wirklich so gestaltet, dass es ganz viel praktische, methodische Tools gibt, die die Leute dann in der Praxis umsetzen können. Also, und wenn Sie Interesse haben, können wir uns gerne auch über diesen Web-Talk hinaus hier ein bisschen austauschen. Würde uns sehr freuen, da das Integrationshaus auch so zu unterstützen. Helena Hagauer, vielleicht war das für Sie jetzt auch interessant, also diese Veranstaltung im November. Und ich bitte Sie jetzt alle, die hier anwesend sind, sich gegenseitig die Tipps im Chat zur Verfügung zu stellen, auch in den Privatchats, sodass man miteinander im Kontakt bleiben kann. Gut, die Bitte um den Link für November, die Einladung, vielleicht können Sie dem auch nachgehen, sonst können wir es nachschicken. Fein. Ich würde gerne die zweite Runde starten mit ein bisschen Blick nach vorne. Wir haben jetzt gehört, dass es mehr wird, dass es vieles gut funktioniert, wenn es aufsuchend ist, wenn man kooperiert. Ich würde noch gerne mit Ihnen darüber hinausdenken, wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, der Programmplanung, und schauen, was Sie sich denn wünschen, also wo Sie jetzt noch große Herausforderungen sehen, damit man das Thema weiter etablieren kann und vielleicht sogar noch ausbauen kann und was Sie sich wünschen, damit das irgendwie auch gut läuft, welche Erfolgsfaktoren Sie sehen. Angelika Beuntner, darf ich, jetzt weiß ich nicht, haben wir ausgemacht, dass ich mit Ihnen beginne oder mit dem Alex? Ja. Ich glaube mit mir. Ja, bitte, danke. Also Herausforderung ist definitiv nach wie vor die Zielgruppe. Also wen man erreicht. Also man will ja möglichst niederschwellig, breit gefächert alle Bevölkerungsgruppen erreichen, aber das ist natürlich nicht so, weil man hat einfach grundsätzlich den Auswahleffekt, dass bereits interessierte Personen auch eher am Programm teilnehmen und weniger interessierte Personen oder Personen, die das vielleicht gar nicht mitbekommen, dass es so ein Programm gibt, einfach nicht kommen. Und das ist eben die große Herausforderung, dass wir einfach auch bei unserem Programmangebot möglichst breit alle möglichen Menschen erreichen wollen. Und da sind natürlich die Kooperationen extrem wichtig, weil einerseits zum Beispiel Zusammenarbeit mit Kretzelvereinen, das heißt einfach in den Bezirken ganz lokal was anzubieten, in Parks was anzubieten, eben diese aufsuchende Bildung, einfach weg von diesen VHS-Standorten ein bisschen rauszugehen, ist eine Möglichkeit. Und das ist natürlich für die Zukunft auch noch ein Faktor, der zwar bereits angewandt wird, aber noch weiter eben geplant wird, dass man mehr aufsuchende Bildung stattfinden lässt. Und grundsätzlich ist halt Kooperationen immer ein ganz wichtiger Punkt, um einfach die Zielgruppe zu erweitern. Weil jede Kooperation hat einfach die Möglichkeit, dass man einfach einen Blick auf andere Seiten noch bringt. Und ja, und der dritte Punkt, den ich noch reinbringen wollte, ist natürlich online. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in Richtung Jugend eher schaut, die natürlich ganz wichtig ist, also gerade auch für die Klimathemen, ist natürlich Social Media ein wichtiger Faktor. Und was wir jetzt zum Beispiel im Programm gehabt haben dieses Jahr erstmals, dass wir eben Influencerinnen mit reinbringen, zum Beispiel als Moderatorinnen für gewisse Themen, wo eben Expertinnen geladen werden. Und das in diese Richtung zu machen, ist natürlich leichter, dass man eben auch die Jugend erreicht. Dass man zum Beispiel mit TikTok, wäre zum Beispiel ein persönlicher Wunsch von mir, dass man das irgendwie schafft, dass man da eben anknüpft, weil man einfach da ganz andere Menschen erreichen kann. Und das ist eben für die Zukunft, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, einfach mehr Richtung Social Media zu schauen. Und ja, also Richtung TikTok vor allem, weil das ist einfach das Medium, das leider derzeit am erfolgreichsten ist. Und Facebook stirbt ja langsam. Also darum, und nicht ja. Nur bei Jugendlichen, sondern durchaus auch bei Erwachsenen. Genau, ganz genau.
Ja, wie gibt es intern schon Initiativen? Also werden Sie in diese Richtung weitergehen oder ist es eine Hoffnung, ein Wunsch, eine Vision? Naja, wir haben ja mit dieser Influencerin eben gestartet, dass wir eben da verschiedene Programmformate eben machen. Und für die Zukunft haben wir schon, also jetzt konkret noch nichts in Planung, aber also für TikTok, aber es ist immer wieder im Hinterkopf, dass man eben da vielleicht in die Richtung gehen kann. Ja. Und ja. Bevor ich jetzt Alex Glas frage, möchte ich selber gerne auch eine Erfahrung mitteilen, weil Bertram Barth heute auch da ist vom Sinus Integral Institut, der mit uns in der Initiative Ich tu's Erwachsenenbildung zur Zielgruppenorientierung gearbeitet hat. Und da habe ich mir sehr stark mitgenommen, dieser Wunsch, möglichst viele zu erreichen oder alle zu erreichen, den ein bisschen auszulassen und sehr spezifische Zielgruppen zu adressieren. Das war für uns in unserem Projekt sehr hilfreich, sozusagen uns zu konzentrieren auf bestimmte Zielgruppen. Wenn Herr Barth noch da ist, vielleicht mag er später auch noch was dazu sagen. Aber ich frage jetzt den Alex Glas so nach Wünschen und Herausforderungen für die Zukunft. Was sehen Sie als Erfolgsfaktor? Was wünschen Sie sich, damit der Klimaschutz in der Programmgestaltung weiterhin gut abgedeckt ist? Ich kann eh kurz anschließen. Wir haben natürlich dasselbe Problem bei den klassischen Formaten, Bildungsformaten, dass wir einfach immer ähnliche, gleiche Menschen hier haben und die Anzahl der Menschen in den kleineren Orten einfach zu gering ist, dass die Bildungswerke motiviert sind, die Themen wieder aufzugreifen. Darum haben wir eben den Weg gewählt, möglichst im Titel nicht unbedingt das Wort Klima zu verwenden. Das ist nach wie vor ein Reizwort für Sie. Da gibt es ja diesen Begriff der konservativen Fragilität, der sofort auf Widerstand auslöst. Wir schauen eher, dass wir das reinbringen über Themen des Konsumentenschutzes, Gesundheit, Ressourcenschonung, Sparen, Regionalität bei Lebensmitteln oder alles, was Wohnungs-, Haus- und Gartenbereich betrifft oder Do-it-yourself. Sicher Angebote werden eher angenommen und haben nicht das Pickel Klimaschutz drauf. Und das ist, glaube ich, ein Weg, wie man vor Ort die Leute erreichen kann und nicht immer dann dieselben, da die eh schon eigentlich alles wissen. Und die Expertinnen vor Ort, das ist, glaube ich, auch ein Mehrwert der lokalen, der örtlichen Bildung, dass man einfach Menschen vor Ort hat. Das hat nur einfach einen sozialen Mehrwert. Wenn die Menschen dort hingehen und jemanden kennen, dann ist es spannender wie irgendein Expertin oder Experten, den du sowieso auch übers Internet jederzeit anschauen kannst. Ein Erfolgsfaktor, glaube ich, ist auch die Zusammenarbeit mit lokalen oder regionalen Prominenten oder Expertinnen zu einem Thema. Das ist, glaube ich, das, was wir als örtliche Bildungswerke mehr nutzen sollen. Und auch die Unterstützung von lokalen Gruppen, alle Gruppen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Wir vernetzen die ja mittlerweile. Wir haben jetzt auch Ende September und Anfang Oktober wieder diese Repair-Cafés, die eingeladen werden zum Vernetzen oder die lokalen Klimagruppen oder die Foodcops von ganz Österreich auch, die da sind. Es geht auch darum, die zu stärken. Also die schon was tun, die Pionierarbeit leisten, auch zu stärken und zu unterstützen. Das, glaube ich, ist ein Weg. Und die Kommunikation ist eine große Herausforderung. Das ist, wie kommuniziert man das ohne, wir haben uns da austauscht, nur ein Satz dazu. Es ist wichtig, die Fakten zu nennen und Informationen zu geben, die unangenehm sind. Das ist also die legitimatorische Basis für das, dass man was ändern kann und will. Und es kann jetzt nicht nur eine Wohlfühlveranstaltung sein, wenn es um Klimaschutz oder weil da geht es dann auch um Verzicht und Lebensstiländerungen. Und ein letztes noch, wir adressieren derzeit sehr stark den persönlichen Lebensstil von Individuen und wo wir noch keinen wirklichen Ansatz haben in der örtlichen Bildungsarbeit, wie kann man kommunizieren und in welchen Formaten kann man kommunizieren, dass eine sozial-ökologische Transformation generell nötig ist. Also nicht nur das Verhalten von Einzelnen, dass er weniger Fleisch isst oder kein Auto mehr fährt, sondern dass es generell eine Umgestaltung von ganzen Wirtschaftssystemen und Gesellschaftssystemen braucht und einen Wertewandel. Und da haben wir nicht wirklich bis jetzt noch nicht viel weiterentwickelt.
Okay, das ist noch eine große Herausforderung für die Zukunft, wo ich höre, da wäre gut, irgendwie auch noch weiter nachzudenken. Ich habe aber auch gehört, wie wichtig der Nutzen ist, ja, also dass Leute auch teilnehmen und auch einen Nutzen davon haben. Und die lokale Prominenz ist so ähnlich wie TikTok, die internationale mit den Influencerinnen auch zu kooperieren mit Leuten, die engagiert sind, die aber eben auch bekannt sind, um soziale Kontakte auch zu unterstützen. Es gibt jetzt noch eine konkrete Frage an Alex Glas, bevor ich Anna Streiser noch einmal frage. Von Doris Banzhaf, wie recherchiert ihr die Ansprechpartnerinnen, um sie dann einzuladen? Also wir haben ja in unserer Gruppe klimabildungsalzburg.org, da sind ja alle möglichen Salzburger Anbieter, die irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit machen. Das ist die Uni mit der Ringvorlesung, das sind die Scientists for Future, das Klimabündnis, Robert Jung Bibliothek, da kann man ganz viele interessante Sachen nachhören und nachsehen. Dann ist Südwind, Klimabündnis, Umweltreferate, Diözese, dann die ganzen Klima- und Energiemodellregionen. Also das sind für uns ganz wichtige Ansprechpartner, weil die vor Ort dann auch jetzt Bewusstseinsbildung machen. Und wir sammeln das alle miteinander ständig, wer weiß was, und jeder entdeckt wieder irgendjemanden. Und von daher, ja, das ist so eine Sammlung von allen Kooperationspartnern. Das war so das erste Projekt, wie wir uns getroffen haben, dass wir das einmal zusammenführen, was bietet jeder an und welche Referierenden oder Expertinnen kann, weiß jemand. Wunderbar, Dankeschön. Anna Streisler, darf ich Sie noch fragen, mit Blick in die Zukunft in Richtung Erwachsenenbildung, ein Bereich, den Sie ja ausbauen wollen oder ausbauen werden, was wünschen Sie sich denn, was sehen Sie denn für Herausforderungen? Naja, ich würde gern ein bisschen in eine andere Richtung gehen, sozusagen nicht so sehr in die Herausforderung der Erwachsenenbildung, sondern was ist die Herausforderung bei dem Thema Klimakrise? Die Fakten liegen schon lang am Tisch und wir haben es aber nicht so gut geschafft, auch nicht in der Bildungsarbeit, uns klar zu werden, wie wir vom Wissen ins Handeln kommen. Und einerseits, was ich schon gesagt habe, dieses Klimathema gut einbetten in diese sozialen und wirtschaftlichen Systeme, was auch der Herr Glas angesprochen hat, nicht nur das Klimathema zu individualisieren. Wir wissen, dass der CO2-Fußabdruck eine Erfindung vom Erdölkonzern BP ist und sozusagen dieses Blaming the Victim ist kein guter Ansatz. Das wissen wir in der Bildungsarbeit. Wir müssen uns aber stärker mit diesen negativen Gefühlen auch auseinandersetzen, Ohnmacht und Angst und Verzweiflung, damit wir den Leuten auch klar und gleichzeitig sozusagen positive Gelingensgeschichten schon erzählen. Zum Beispiel, dass das Ozonloch, dass die Zerstörung zurückgegangen ist und dass ein gemeinsam das möglich war. Ich glaube, da ist es ganz wichtig in der Bildungsarbeit, dass wir Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und dass wir gut klar machen, wie dieses Umwelt und Soziales und Wirtschaftliches, wie das gut zusammenpasst und die Leute nicht nur als Konsumentinnen ansprechen, sondern auch als Bürgerinnen, die zivilgesellschaftlich und politisch durch ihr Wahlverhalten hier auch Dinge verändern können. Und was mir auch ein Anliegen ist, um diesen Wandel, den jetzt auch der Herr Glas angesprochen hat, den es braucht, ganz, ganz dringend, diesen sozial-ökologische Transformation, da braucht es innere Haltungen, da braucht es Kompetenzen wie Kooperation, wie Kreativität, wie kritisches Denken. Das geht bis in Medienkompetenz, Fake News. Diese Geschichten, die natürlich nicht nur den Klimawandel betreffen, aber eben auch, da braucht es sozusagen Trainingsformate und Methoden, dass Leute Dinge ausprobieren können, dass sie diese Kompetenzen vertiefen können und dass sie in kleineren Gruppen eben Handlungsmöglichkeiten erkennen und sich da positiv und ermutigt werden und nicht mit dem Zeigefinger und sozusagen runtergemacht werden, sondern dass hier Formate und Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass die Leute merken, sie können was tatsächlich verändern. Und okay.
dieser Ansatz, da merken wir, wir kommen ein bisschen an die Grenzen, weil wir sozusagen punktuelle Bildungsangebote schaffen und Materialien und selbst unsere Sommerakademie mit 3 oder 4 Tagen, das ist schön, aber da, also aus unserer Sicht braucht es da auch längerfristige Formate und da würden wir uns sehr freuen, wenn wir uns da mit anderen noch stärker vernetzen könnten, um hier längere Bildungsprozesse sozusagen mit unserem Know-how begleiten zu können. Das ist jetzt ein Beitrag auch im Chat aus der Erfahrung in der Männerberatung, wo es eben auch die Erfahrung gibt, die Leute sozusagen einmal so abzuholen und so sein zu lassen, wie sie sind. Das passt ein bisschen zu ihrem Eindruck, eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hinzugehen und auch Formate gemeinsam zu entwickeln, wo man als Konsumentin, als Bürgerin angesprochen ist, aber wo es mit dem, was ausgelöst wird durch das Thema, einen Umgang findet. Ja, wunderbar. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Deswegen sofort, Frau Streisler, ja? Ein letztes, was ich schon sagen will, auch in diesem Format. Bildung ist nicht die einzige Lösung. Und wir sind alle hier engagiert in unterschiedlichsten Bildungsbereichen, aber es sind politisch-gesellschaftliche Themen, wo wir mit unterstützen können, aber es gibt hier eine sehr hohe Erwartungshaltung an die Bildung und ich glaube, das muss man sich schon auch vor Augen halten, dass die Bildung einen wichtigen Teil zu dieser Transformation beitragen kann, aber dass schon auch andere sehr machtvolle Strukturen und Institutionen da sind, die auch mit dieser diese Veränderung unterstützen müssen und ja, beschleunigen müssen. Da schließt sich der Kreis wieder hin zur politischen Bildung, weil die Frage ja ist, wie wir sozusagen organisiert und als Bürgerinnen uns in anderen Bereichen einbringen können. Ich möchte Sie alle jetzt nochmal einladen, sich auch zu beteiligen und vielleicht auch zu sagen, was Sie sich wünschen für die Programmgestaltung in diesem Bereich, was Sie für Herausforderungen sehen, welche Kooperationen Sie zukünftig wichtig sehen. Ich habe jetzt eine Wortmeldung, die nehme ich gleich dran und das von Marcella Rowek ist auch noch offen, das nehme ich dann auch dran. Herr Barth, bitteschön. Ja, Sie haben angesprochen, Zielgruppen und ich beschäftige mich mit den Sinusmilieus und in dem Rahmen mit Zielgruppenplanung. Und was wir halt immer wieder sehen, ist, es ist schon, wie Sie auch gesagt haben, also man kann nicht alle gleichzeitig erreichen, man muss Schwerpunkte setzen. Bei uns ist die Fragestellung immer, wie erreicht man Mehrheiten? Und das Problem bei unserem Thema Umweltbildung, und das möchte jetzt nicht auf die konkreten Dinge, die ich gehört habe, auf mich sehr positiv gestimmt. Ich möchte allgemein sagen, das Problem ist immer, dass postmaterielle Angebote für postmaterielle hinausschicken. Das heißt, wir haben immer die Gefahr, dass wir am eigenen Saft schmoren. Wie kommen wir an andere Gruppen heran? Das war ja auch das Zukunftsthema. Mein Thema ist dann immer wieder, wie erreichen wir die Mehrheit der Gesellschaft? Und das heißt, wir müssen in der Mitte der Gesellschaft zielen. Und zwar möglichst in die moderne Mitte der Gesellschaft. Es hat ja viele Mitte-Diskussionen die letzte Zeit gegeben, die letzten Wochen und Monaten. Es gibt unterschiedliche Fassungen von Mitte. Ich denke hier an die moderne, adoptiv-pragmatische Mitte, die verunsichert ist, die Informationen möchte, nicht zu viel verändern will, gleichzeitig Planbarkeit und Sicherheit will. Und ich glaube, das wäre an sich die Zielgruppe, die am sinnvollsten auch zu erreichen ist, wenn wir was verändern wollen im Bereich der Umweltproblematik. Und da gibt es unterschiedliche Dinge, die wir beachten müssen. Also mir hat das sehr gefallen, Herr Klaus, was Sie erzählt haben von Ihren Erfahrungen. Zum Beispiel das Wort Klima. Das Wort Klima ist in dem Milieu, in dem mittigen Milieu der Adoptiv-Pragmatischen, nicht das große Problem. Das große Problem für sie ist Umwelt, ist Natur. Aber alles, was mit Klima und mit abstrakten Vorstellungen da zusammenhängt, wird auch kommt nicht an in dem Milieu. Das heißt, wir müssen schauen, welche Sprache verwenden wir, wie können wir unser Anliegen auch plastisch machen. Und wir müssen uns überlegen, wo sind die Relevanzen dieses Milieus? Und da geht es sehr stark um Planbarkeit, um Sicherheit, um
Zukunft für die Familie, für den eigenen Freundeskreis, um persönlichen Nutzen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir uns immer wieder überlegen müssen. Was können wir der modernen Mitte bieten, damit sie auch bereit ist, Veränderungen durchzuführen und vor allem bereit ist, auch die richtigen Parteien zu wählen und in dem Zusammenhang auch Zukunftsorientierung erreicht. Also ich kann das nur, hab das nur ganz kurz jetzt darstellen können, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir die Mitte erreichen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, was gilt hier als normal, wie können wir Normalität definieren. Und wir können Normalität durchaus so definieren, zu sagen, Normalität ist jetzt nicht reaktionär Schnitzel essen und Autofahren. Realität, Normalität ist durchaus auch in dem Milieu sich mit Zukunftsfragen auseinandersetzen und die eigene Unsicherheit, die man empfindet in Bezug auf die Umwelt, da auch bereit sein, was zu ändern. Okay, danke. Man kann ja auch einiges nachlesen, ist auch schon gepostet. Wenn Sie Sinusmilieus im Internet suchen, findet sich auch was. Und der Herr Bartis haben Sie jetzt auch live gesehen. Also auf Nutzen schauen, auf Sicherheit geben. Sie haben, ist mir jetzt runtergefallen, das dritte, was ich wiederholen wollte. Ah ja, das Wording ist auch noch wichtig. Ja. Sie sagen, Klima sei ein sehr abstrakter Begriff. Frau Streisler dazu? Heimat könnte man auch mit Naturschutz und Bewahren der Lebensgrundlagen sozusagen assoziieren. Der Begriff ist ganz, ganz stark von der Rechten gekapert, aber ich glaube, auch im Umweltbereich könnten wir ihn uns zurückkapern. Okay, ja, danke Ihnen. Ich lade jetzt die anderen auch noch ein, sich im Chat zu beteiligen, sich auch noch zu Wort zu melden, wenn Sie an die Zukunft der Programmplanung denken, an das Thema Umwelt, Natur, Klimaschutz. Was wünschen Sie sich? Wo sehen Sie Herausforderungen? Welche Kooperationen sehen Sie als wichtig an? Ich würde gerne eine Frage aus dem Chat von vorhin jetzt noch in Bezug auf Kooperationen aufnehmen und meine drei DiskutantInnen fragen, ob es denn Erfahrung gibt, auch an der Schnittstelle von den SDGs Gleichstellung und Klimaschutz, ob es da an der VHS im Forum Umweltbildung oder bei den Bildungswerken schon Erfahrungen gibt. Alex Glas schüttelt den Kopf. Frau Beuntner, Sie denken nach. Es klingt, ja, schaut auch so aus, als ob es, okay, da sehe ich jetzt mehr. Marcella Rowek, magst du dich vielleicht auch zu Wort melden? Gibt es aus eurer Sicht schon Erfahrung? Ihr vertretet ja Gleichstellung hin zu Klimaschutz oder Wünsche oder Herausforderungen für die Zukunft? Ja, hallo, hier bin ich. Die Frage habe ich natürlich gestellt, weil ich auf der Suche bin. Also ich möchte gerne eine Veranstaltungsreihe erstellen, designen, die sich mit der Schnittstelle beschäftigt und bin aber noch ganz am Anfang und hauptsächlich dabei, gerade zu suchen, welche Organisation, ReferentInnen sich denn mit diesen Schnittstellen beschäftigen. Und am allerliebsten wäre mir, wenn das nicht nur eine globale Perspektive einnimmt, eben aufgrund der Alltagsrelevanz für auch in Österreich lebende Menschen, nicht, dass die globale Perspektive keine Relevanz hat, aber dass es einfach näher am eigenen Leben spürbar wird. Aber natürlich hängt das zusammen, das ist mir schon klar. Deswegen von mir ehrlich gesagt keine Antworten, tut mir leid, eher viele Fragen oder nicht viele Fragen, die eine Frage, genau. Ja, fein. Aber danke, dass wir dich auch gehört und gesehen haben. Gern. Die Bitte und Einladung an alle, die hier heute teilnehmen, Marcella Rowek auch zu kontaktieren. Vielleicht wissen Sie von etwas, vielleicht haben Sie selber schon was ausprobiert, was man unbedingt auch machen sollte oder auf keinen Fall. Vernetzen Sie sich, schreiben Sie sich an. Ich lade Sie noch einmal ein, im Chat oder sich auch zu Wort zu melden mit Blick auf die zukünftige Programmgestaltung. Was gibt es für Herausforderungen? Was wünschen Sie sich? Bitte gerne noch um Ihre Erfahrungen, Fragen, Kommentare. Und eine Wortmeldung habe ich jetzt noch, bevor wir dann die Schlussrunde starten. Jürgen Einwanger, bitteschön. Ich grüße Sie. Danke für all diese wirklich ganz spannenden Infos, Materialien und so weiter. Ich weiß, dass wir immer ein bisschen eine Ausnahmesituation haben, dass unser Bildungsauftrag, der ja österreichweit
sehr stark mit dem Draußensein. Also wir sind ja Naturschutzorganisation, Bildungseinrichtung, also wir verbinden diese Dinge. Bei uns ist einfach eines der ganz großen Herausforderungen die Mobilität, die wir verursachen, damit die Menschen zu unseren Bildungsveranstaltungen kommen. Bergsport ist Motorsport, gibt es immer so als Aussage auch. Das heißt, wir beschäftigen uns derzeit ganz intensiv damit, wie wir unsere Interessierten, unsere Teilnehmerinnen, das geht von Kindern über Jugendliche, Erwachsene, Familien, in alle Dialoggruppen motivieren können, zumindest öffentlich anzureisen. Also neben allem, was gesagt ist, dass man inhaltlich die Vernetzung, das Erlebbare, das ist bei uns Gott sei Dank sehr implizit. Aber bei uns ist die große Herausforderung wirklich diese Mobilität und auch das, was wir dann vor Ort verursachen. Also wir haben jetzt vielleicht als ein kurzes Beispiel umgestellt, dass ab nächstes Programm ja die Standardverpflegung bei allen Bildungsveranstaltungen zumindest vegetarisch ist. Das andere sich dann bewusst entscheiden müssen. Also das sind so Stellschrauben, an denen wir gerade versuchen zu drehen. Ich weiß, dass es da keine einfache Lösung gibt. Das ist nur bis jetzt war immer nur Bildung, Inhalt, Raum, so in meiner Wahrnehmung. Und wir verursachen aber auch Bewegung dahin, wo wir sind. Und das ist ein Betrachtungswinkel, den wir uns gerade sehr intensiv anschauen. Wunderbar. Und ich glaube, da gibt es durchaus Parallelen, also nicht nur im Bergsport, sondern eben auch bei den Bildungsformaten. Vielleicht Frau Beuntner oder Alex Klaas, wollen Sie dazu auch noch was sagen? Weil das beschäftigt ja auch die Erwachsenenbildung. Ja? Macht man mehr online und verhindert damit eben Autofahrten? Bedenkt man das in der Programmgestaltung mit oder was haben Sie denn für Einschätzung? Bitte, Alex Klaas. Ja, wir sind, das habe ich jetzt nicht für so wichtig gehalten, aber danke für das Stichwort. Wir sind ja gerade auf der Suche nach einer Mobilitäts-App und haben uns zusammengeschlossen mit dem Dachverband der Kulturstätten und den ganzen österreichischen Erwachsenenbildungseinrichtungen, unter anderem auch mit dem Alpenverein sind wir lose in Kontakt, wobei das zwei verschiedene Absenz werden müssen, weil das eine sozusagen, es geht darum, zum selben Zeitpunkt, selber Tag, selber Zeit hin- und zurückfahren. Also da eignet sich so Mobilitäts-App für Arbeit wie Umadum. Also zum Arbeit fahren oder Veranstaltungen fahren ist ziemlich selber. Für Freizeitverkehr muss das anders ausschauen. Aber da sind wir auch schon in Kontakt mit Deutschland, vor allem mit dem Verein Mitfahrbänke. Aber das ist ein großes Thema mittlerweile. Bieten wir nur das an, dass Menschen, die miteinander anreisen wollen, dass wir sie vernetzen, wenn sie uns ihre Daten geben. Das ist halt, das schreiben wir auf die Plakate drauf, ja, wer miteinander fahren will oder Mitfahrgelegenheit hat, soll sie bei uns melden und wir vernetzen die dann. Das ist halt nur sehr, sehr basal. Und sonst haben wir das Problem, dass wir fast immer von der Zentralität her die Bezirksstädte oder die Landeshauptstadt bevorzugen als Veranstaltungsort, weil wir einfach da die kritische Masse zusammenbringen. Und wir, aber zugleich ist es ja ein Anliegen, dass wir möglichst in vielen Orten viele Angebote haben. Das ist ein bisschen ein Widerspruch. Ja. Aber wir sind gerade, und ich habe gerade gesehen mit der Saalfeldnerin, Andrea Hein ist auch da. Wir haben eine Besprechung zu den Mitfahrbänken schon gehabt. Das ist auch so ein Projekt, das wir gerade sehr verfolgen, mit Deutschland, zusammen mit Partnern, wo wir uns austauschen, wo funktioniert das, unter welchen Bedingungen funktioniert das. Aber Mobilität ist, zu Veranstaltungen ist ein großes Thema. Das ist. Frau Beuntner, wird es auch bei den Volkshochschulen diskutiert in der Programmgestaltung oder ist es, wie sehen also Sie es? Wien hat ein sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz und die meisten Teilnehmerinnen reisen mit diesem an. Also es ist, man ist schneller vor Ort, darum wird das jetzt bei uns nicht so sehr in die Programmplanung mitgedacht. Okay. Weil die Parkplatzsituation ist in Wien sowieso so, dass die meisten grundsätzlich öffentlich anreisen. Ja, okay. Wir haben noch ein paar Beiträge im Chat. Danke. Also da ist auch noch einmal die Bestätigung von Daniela Lies, dass Mobilität eben auch bei den Bildungseinrichtungen ein großes Thema ist, die ja viele Erwachsenenbildungseinrichtungen in der Steiermark begleitet, wie sie eben klimafit werden, sowohl am Standort als auch in der Programmplanung. Und vorhin gab es auch noch eine Frage zur Gemeinwohlökonomie. Vielleicht hat sich da schon jemand auch zurückgemeldet, ist auch in Österreich organisiert, gibt es auch da sehr viele
lokale Gruppen, also nicht nur in Deutschland, ist auch in Österreich. Einer der Gründer ist ja auch Österreicher. Gut, dann würde ich gerne schon abrunden, weil wir bald 19.30 Uhr haben, und bitte Sie vielleicht noch um ein Schlussstatement, vielleicht zur interdisziplinären Zusammenarbeit, oder es ist heute was entstanden, was Sie einfach noch einmal betonen möchten, damit wir irgendwie auch abrunden. Und ja, vielleicht, Frau Streisler, wollen Sie jetzt beginnen? Gerne. Jetzt haben Sie sich, Sie waren laut und haben sich wieder, So, ein Beispiel des Gelingens, ich habe es gerade auch in den Chat gepostet, die Webplattform Bildung 2030, da haben wir von der Umweltbildung kommend gemeinsam mit entwicklungspolitischen Bildungseinrichtungen ein gemeinsames Portal geschaffen für den schulischen und außerschulischen Bereich zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, qualitätsgeprüft, kostenfrei. Da ist was gelungen, was intersektoral ist. Einerseits war das von der ADA gefördert, andererseits war es vom Klimaschutzministerium gefördert. Ich glaube, dass das könnte auch eine wichtige Ressource auch für die Erwachsenenbildungs-Community sein. Dieses intersektorale Agieren und Agieren über die verschiedenen sozusagen Interessensgruppen, Silos hinaus, das ist liegt auf der Hand für so ein interdisziplinäres Thema, aber ist mit vielen Herausforderungen verbunden, nicht zuletzt auch aufgrund von konkurrierenden, also Konkurrenz um Fördertöpfe. Das ist klar, wenn man projektfinanziert ist. Aber es gelingt immer wieder, wie gesagt. Haben wir heute auch gehört. Danke, Frau Streisler. Alex Glas, vielleicht abschließend zwei Sätze zu weiteren Kooperationen oder was einfach noch wichtig ist. Ja, genau. Kooperationen habe ich schon erwähnt, dass wir relativ viele haben, auch mit, mit der Fachcommunity. Nur zwei Gedanken noch. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Hotspots der Freizeitgestaltung, das ist heute für sehr zukunftsweisend. Also wir sind jetzt auch beim Tag der offenen Tür in einer großen Recyclinganlage, die sehr, also wo über 1000 Besucher kommen, oder im Freilichtmuseum in Großgemein, wo wir Repair-Cafés haben und dann auch unsere Anliegen transportieren. Oder auch die Zusammenarbeit mit dem Amateurtheaterverband, nachdem es für fast allen Gemeinden Amateurtheatergruppen gibt. Man kann das dann als Forum-Theater oder Improvisationstheater die Nachhaltigkeitsthemen bringen, ohne dass sie bitter, ganz bitter, ernst und mit Zeigefinger daherkommen. Die zwei Gedanken sind mir noch gerade eingefallen. Oder meine Kollegin macht gerade ein Klimapuzzle, das kann man sich auch anschauen, mit Hallo Klima zusammen, mit denen arbeiten wir auch zusammen. Oder auch die Idee der Lange Nacht, so wie es die Lange Nacht der Kirchen oder Museen gibt, also Lange Nacht der Nachhaltigkeit in Orten zu veranstalten. Das sind so Ideen, die wir gerade ein bisschen verfolgen und noch nicht umgesetzt haben, aber wo wir eventuell einmal jetzt wunderbar in den nächsten Zeiten kommen. Hin zu Kultur- und FreizeitanbieterInnen. Hm. Angelika Beuntner, Ihr Schlusswort, Resümee, was möchten Sie uns noch mitgeben? Ich möchte noch ganz kurz noch anschließen an die Hotspots der Freizeitgestaltung, weil wir dann nämlich auch eine Erfahrung gemacht haben, zwar nicht ganz im Klimathema, aber mit Naturwissenschaften. Wir waren nämlich in den Freibädern und haben dort Stände gehabt, und das ist natürlich, und haben halt dort Naturwissenschaften vermittelt. Dann nebenbei hat es auch noch gratis Lernhilfe gegeben, und das kommt natürlich sehr, sehr gut an. Und vor allem, wenn zum Beispiel jetzt da, wir haben es jetzt mit einem Teleskop gemacht, es ist halt was, was irgendwie attraktiv ist, dann geht man hin und schaut sich was an. Und wenn man sowas, also die Themen ein bisschen attraktiv gestaltet und gleichzeitig eben rausgeht aus den Einrichtungen und möglichst breit aufgesetzt mit Kooperationen mit möglichst vielen anderen Einrichtungen, dass er zusammenarbeitet, glaube ich, dass man in Zukunft auch einiges erreichen kann. Wunderbar, danke Ihnen. Mit Blick auf die Zeit runden wir ab. Ich möchte mich bei Ihnen dreien ganz herzlich bedanken, bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken für die Fragen und die Beratung. Gegenseitig bleiben wir im Gespräch zu diesem wichtigen Thema. Wir werden weiter in ganz unterschiedlichen Rollen das gestalten. Ich verabschiede mich als Moderatorin, danke Ihnen und übergebe Lucia Bahr für den Abschluss. Ja, vielen Dank, Andrea Wittmann, und herzlichen Dank auch ans Podium für diese anregende Diskussion.
Vielen Dank auch an alle Teilnehmende für Wortmeldungen, fürs Einbringen, fürs Erfahrungen teilen. Die Aufzeichnung des Web-Talks finden Sie in den nächsten Tagen auf erwachsenenbildung.at sowie auf unserem YouTube-Kanal. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns zu diesem Talk heute ein Feedback geben und an unserer Umfrage teilnehmen. Sie sehen den Link auf der Folie, beziehungsweise ich werde ihn dann auch noch in den Chat posten. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie an diesen Inhalten weiter noch interessiert sind, abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter. Und zum Vertiefen und Weiterlesen darf ich auch noch einmal aufmerksam machen auf unser Dossier zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Erwachsenenbildung sowie zu unserem aktuellen Magazin. Die Teilnahmebestätigung zum Web-Talk können Sie bereits jetzt im Buchungscenter von Iveno herunterladen. Den Link dazu haben Sie bereits mit der Bestätigungs-E-Mail nach Ihrer Anmeldung erhalten. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank an alle fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen und erholsamen Abend und freue mich auf den nächsten Talk. Bis bald und auf Wiedersehen. Thank you.